Und damit begrüße ich euch zurück zum Team Bike Aid, zum Pro Cycling Manager 2020. Und wir machen mal eine kleine Menüfolge, um einfach mal einen kleinen Überblick zu bekommen. Es stand ja auch in den Kommentaren, ob man nicht, also Rennaction ist schön und gut, dass wir immer die letzten 2, 3 Minuten von der Etappe irgendwie mal spielen, in den Sprint reinhauen. Ich glaube, dass das auch ganz cool ist, auch wenn es mir jetzt mit den Sprints ein bisschen zu viel geworden ist. Das ist zu viel vom Gleichen. Man weiß auch gar nicht mehr, was ist das jetzt für eine Rundfahrt, ist es ein Eintagesrennen und so weiter. Mir fehlen einfach so ein bisschen die großen Highlights aktuell. Wir haben jetzt mit Ungarn und Japan mal wieder 2 größere Rundfahrten dabei, wo man sich auch mal an eine Fahrerkonstellation zum Beispiel gewöhnen kann. Jetzt Ende letzter Folge, finde ich, war das wieder sehr erfolgreich. Wir haben hier so ein bisschen was verkackt in Dänemark und Schweden mit Lukas Carstensen. Ich glaube 5. und 7. oder 5. und 6. Ringerike Grand Prix fand ich dann wieder sehr, sehr cool, dass wir mit Salim Kipkemboy da mal auf Platz 3 gefahren sind. Die CCC-Tour haben wir mit Justin Wolf gewonnen. Zeitversieg und eben dann noch einen Sprinterfolg, der sehr überraschend kam. Das finde ich war eine der stärksten Leistungen, die wir bislang da mal in der Anfahrt hingelegt haben, weil wir uns die Energie einfach auch gut eingeteilt haben. Also, das war mal so der Rückblick der letzten Woche. Wie gesagt, jetzt gibt es dann in dieser Woche die Ungarn-Rundfahrt, es gibt den Minsk-Cup, aber auch in Ungarn wird es erstmal sehr flach werden. Deswegen machen wir einmal den Komplettüberblick. Was sagt denn so der Sponsor? Wir haben natürlich die Saudi-Tour und Tour of Colombia, haben wir das nicht erreicht, was wir erreichen sollten. Dafür haben wir hier die komplette Rundfahrt gewonnen und auch bei der Colombia-Tour waren wir wirklich stark mit dabei. Unser nächstes Ziel wird dann im Juni, Mitte Juni, wird rund um Köln sein. Momentan sieht es wirklich gut aus vom Budget her. Das geschätzte Maximum ist bei 110.000 bis 130.000. Ich glaube nicht, dass wir den Aufstieg schaffen werden, weil, wie gesagt, unser Kader dafür bewertet wird und dafür ist die Entwicklung unserer Fahrer natürlich auch nicht gut genug. Dann schauen wir einmal noch hier. Hier sieht man das alles nochmal genauer. Wir sehen aber auch bei den beachtenswerten Ergebnissen, dass wir zum Beispiel hier Ringerike Grand Prix nochmal ein Plus bekommen. Wir haben hier bei der CCC-Tour nochmal ganz viel Plus. Und Lukas Carstensen hat uns natürlich mit seinen Sprintsiegen da jetzt auch nochmal beim Sponsor sehr, sehr ins Positive gebracht. Unser Ausrüster, da werden wir dann auf jeden Fall einen neuen Vertrag verhandeln und die Verhandlungen generell mit unserem Sponsoren können wir erst später treffen. Finanziell sieht das sensationell gut aus. Wir sind bei 402.000 Einnahmen und bei 247.000 Ausgaben. Da wäre meine Frage an euch, das habe ich jetzt irgendwie nirgendwo nachlesen können. Dieses Plus, was wir jetzt erwirtschaftet haben quasi an Einnahmen, auch an Rennprämien, nehmen wir quasi den Restsaldo, also quasi das Eigenkapital, was wir jetzt verdient haben, in die neue Saison mit? Oder ist es dann einfach so, dass wir wieder mit unserem Sponsoring-Dings starten, also dass wir quasi mit 78.000 Euro starten und das ist dann auch unser Startkapital, weil das wäre ja schon geil, wenn wir den Überschuss mitnehmen könnten. Also nur mal so als Frage, weil dann könnte ich nämlich, hätte ich einen größeren Puffer und könnte natürlich auch vielleicht den ein oder anderen besseren Trainer nochmal verpflichten. So, Intensivscouting für Zara und Schleicher, das machen wir natürlich nicht mehr. So, wir werfen mal einen Blick auf die Eigenschaften unserer Fahrer, machen das mal bereinigt und wir sehen, dass sich Bergström Frisk am Berg nochmal verbessert hat mit der 71. Ich glaube, er war vorher auf der 70. Maxep Debesay wird sich wahrscheinlich in dieser Karriere nicht mehr verbessern. Er ist momentan unzufrieden, weil er zu viele Rennen fährt. Hatten Van Engelen mit der 70, Lukas Carstensen auch 72. Aaron Grosser hat sich im Sprint verbessert, auch interessant. Mal ganz kurz schauen, wie lange sein Vertrag geht. Der endet am Ende des Jahres und ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, mit ihm zu verlängern. Also ihn sollten wir auf jeden Fall behalten. Also Aaron Grosser mit einem 70er Wert, sehr schön. Hier sehen wir mal, wer nächstes Jahr keinen Vertrag hat. Das kann man sich immer so unschön sortieren. Also Debesay auf jeden Fall ist Pflicht in der Verlängerung. Wir haben Salim Kipkemboy, den wir verlängern wollen. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal Vorgespräche führen. Mit Debesay müssen wir gar nicht so viel reden. Ich glaube, dass wir da gute Chancen haben, so bei 4.500, 5.000 rauszukommen und ihn zu behalten. Aaron Grosse haben wir eh gute Chancen. Bergström Frisk haben wir sehr, sehr schlechte Chancen. Da werden wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen. So, Lazarett haben wir bislang keins. Da sind wir wirklich sehr verschont geblieben. Ich glaube, wir hatten mal einen Fahrer dabei, der Unwohlsein hatte. Das war aber alles zu verkraften. In der Kontinentalrangliste, das werden wir uns gleich auch nochmal ein bisschen schöner anschauen. Wir können mal schauen, wir haben Maxep Debesay mit 8 Erfolgen, Lukas Carstensen mit 6. Dann haben wir Nicodemus Holler, auch schon 3 Erfolge hat er eingefahren. Tour of Good Hope hat er ja richtig gut für sich bestritten und danach dann ja auch nochmal ein Tagesrennen im Sprint, glaube ich, sogar gewonnen. Dieses 100 Cycle Challenge oder wie das Ding hieß. So, Salim Kipkemboy mit 1 Erfolg
und Adne van Engelen. Hier sind die Rundfahrtsiege sind hier nicht mit eingerechnet, glaube ich. Weil Salim. Ah nee, Quatsch, doch, die sind mit eingerechnet, weil Salim Kipkemboy hat ja damals die Etappe auch gar nicht gewonnen. Ist, glaube ich, auf der Etappe Dritter geworden und ist. Hat sich so den Rundfahrtsieg geholt, weil da der Abstand so groß war. Fitness, haben wir ja schon drüber geredet, kann man eigentlich immer locker über 90 halten. Muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass die Ermüdung nicht zu hoch geht, aber die ist jetzt momentan bei allen optimal. Das hier ist natürlich bei weitem noch nicht optimal. Da bräuchten wir natürlich auch mehr verschiedene Trainer, vor allem bahnbrechende Trainer bräuchten wir mal. Deswegen würde ich da eigentlich ganz gerne, vielleicht wäre es sogar sinnvoll, jetzt nochmal beim Personal was zu machen. Weil wir haben so einen großen Überschuss. Wie viel kostet denn ein internationaler Trainer? Das würde ich jetzt gerne mal rausfinden. Eigentlich könnten wir uns das leisten, einen bahnbrechenden internationalen Trainer. Kostet Antrittsbonus 30.000 und dann 15.000 im Monat. Eieieiei. Ist natürlich schon verdammt viel. Vielleicht sollten wir einfach mal einen bahnbrechenden nationalen Trainer noch dazu nehmen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Achso, sorry, jetzt habe ich genau falsch geschaut. Ich wollte eigentlich kein traditionell bahnbrechend, national 6.000, 6.000. Regional wäre dann nochmal günstiger natürlich. Haben wir hier irgendwo... Art von Quick. Ja gut, wenn wir ihn jetzt einen Antrittsbonus zahlen, dann müssten wir den Vertrag natürlich nochmal verlängern. Ist die Frage, ob wir das machen sollen oder nicht. Ich werfe lieber erst nochmal einen Blick ganz schnell drauf auf unseren Kader. Wie viele bahnbrechende Fahrer haben wir denn? Man kann es nicht nach Stil sortieren. Wir haben aktuell Bergström Frisk, der wichtig ist, Jesse de Roy und Charles Kagimu. Bei Kipkemboy wissen wir es noch nicht, aber der ist momentan eigentlich noch relativ zufrieden, Kipkemboy. Lernt den Climber. Nicodemus Holler macht nach wie vor den Ausreißer. Also wir haben drei Fahrer für bahnbrechend. Ansonsten passt es doch mit traditionell eigentlich ganz gut. Und wir haben einen mit modern. Bin ich jetzt echt am Überlegen, weil wir so einen großen finanziellen Überschuss haben. Würde uns natürlich dann in der Planung fürs nächste Jahr... Na gut, aber wir könnten ja hier dann auch einfach sagen, hey, wir lassen einfach den modernen weg. Wir lassen dann einfach Uwe Raab weg. Jetzt bin wirklich so ein bisschen im Hin und Her überlegen. Ich mach's jetzt mal. Nehmen wir einfach mal Genesio. Genesio klingt einfach schön. Genesio Bregi. Den stellen wir jetzt mal ein. Wird uns natürlich ein bisschen Geld kosten und er ist auch ein bisschen teurer. Bahnbrechend ist, glaube ich, auch immer so. Die hochtalentierten Fahrer sind dort immer mit dabei. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen switchen, damit das Ganze auch besser wird. So, bei Bergström Frisk, der kommt jetzt zu Genesio. Das müsste eigentlich auch ganz gut passen. Dann ist nämlich auch seine Entwicklung vielleicht nochmal schneller. Dann schauen wir, dass Charles Kagimu da hinkommt. Die müssten sich gut verstehen. Und eben auch Jesse de Roy, der ja auch durchaus Talent hat. Also den wollen wir auf jeden Fall behalten. Da ist bestimmt auch nochmal Luft nach oben. Dann haben wir hier drei Trainer, die... also ja, genau, drei verschiedene Trainer mit drei verschiedenen Stilen. Dann würde ich jetzt aber noch sagen, wenn wir mal schauen, wir haben jetzt sehr viele bei Uwe Raab, dann können wir Salim Kipkemboy vielleicht auch nochmal den bahnbrechenden Trainer geben. So, dann sind vier Fahrer in der Gruppe. Dann haben wir bei Uwe Raab 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kann man sich sortieren. Also wir haben 5, wir haben 5 und 4. Dann haben wir natürlich noch Matthias Schnappka, den wir dann ruhig auch noch mit dazu nehmen können. Ich meine, mehr als ausgezeichnet geht ja nicht. Dann kommt er noch hier mit dazu und dann haben alle wieder gute Trainer an ihrer Seite. Und vielleicht hilft das ja auch nochmal, gerade Salim Kipkemboy, dass er sich vielleicht nochmal schneller entwickelt. Das wäre doch schon mal ganz gut. Also, dann haben wir nochmal für neues Personal gesorgt. Beim Planer. Die Vorschau haben wir ja quasi schon gemacht. Es werden jetzt erstmal nicht so die mega interessanten Rundfahrten kommen. Ich freue mich sehr auf die Sibiu Cycling Tour, weil das war auch das, was jetzt
Das Original-Team Bike Aid hat das jetzt gestern getwittert zum Beispiel, dass sie sich sehr auf die Sibiu Cycling Tour freuen, da sie da auch schon so gute Erfahrungen gemacht haben. Und da wird wohl auch Debesai zum Beispiel mit am Start sein. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier so ganz, ganz viele Eintagesrennen. Wir haben die eritreischen Meisterschaften, die holländischen, deutsche, polnische. Ah ne, das ist rund um Köln. Dann dürfen wir bei den deutschen Meisterschaften anscheinend gar nicht mitfahren. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar ganz interessante Rennen. Die Kamerun-Rundfahrt wird bestimmt auch ganz spannend werden. Und am 2.6. haben wir so das nächste kleine Ziel. Das wäre dann auch wieder was, wo wir vielleicht mal Salim Kipkemboy mit reinnehmen können. Den Planer würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Das können wir immer mal wieder so in die Folgen mit einbauen. Ziele brauchen wir auch nicht drüber reden. Carstensen, Van Engelen und Bergström Frisk, die dort als Kapitäne genannt wurden, finde ich ein bisschen schwierig. Genau, im Kalender können wir nochmal schauen, ob wir vielleicht für die nächste Phase doch nochmal Rennen rausnehmen. Sieht hier immer so wenig aus. Ist dann im Endeffekt aber doch meistens ein bisschen zu viel. Können wir mal schauen. Wir haben hier wieder so kleine Eintagesrennen. Bursa Yildirim Race. Das müssen wir eigentlich nicht unbedingt fahren. Da können wir einfach mal eine kleine Pause reinlassen. Dann haben wir nämlich vor rund um Köln einfach mal ein bisschen Platz. Dann haben wir hier die deutschen Meisterschaften, 18.06. im Zeitfahren. Dann konzentrieren wir uns da mal ein bisschen drauf. Wir haben hier in Marokko eine dreitägige Rundfahrt, auch eher flach. Lassen wir mal drin in Belgien. Oh ne, Kopfsteinpflaster nehmen wir lieber raus. Dann haben wir in Serbien eine dreitägige Rundfahrt. Da könnte auf jeden Fall mal eine Bergetappe dabei sein. Ist es aber nicht neu, die erste Etappe, die hat es schon in sich. Da kann man dann vielleicht auch mal wieder mit Debesai starten. Sibiu Cycling Tour wird sehr, sehr spannend. Super Bergetappen mit dabei. Also das vielleicht auch für Bergström Frisk nochmal ganz interessant. Dann so achttägige Rundfahrten möchte ich eigentlich nur selten fahren. In Venezuela in the Steps of Romans klingt sehr spannend. Dann haben wir hier wieder eine schöne Bergrundfahrt. 119 Kilometer, die zweite Etappe. Auch wieder interessant werden. Relativ niedriges Niveau natürlich der Teams, was da dabei ist. Dann kommen wieder sehr viele Eintagesrennen. Dann haben wir am 3.7. Da haben wir noch ein Problem. Da haben wir einmal zwei Rundfahrten. Okay, das sind, glaube ich, bei der Solidarnosc-Rundfahrt sind da einfach nochmal zwei Etappen an einem Tag. 110 Kilometer und 93 Kilometer. Auch ganz interessant. Lassen wir trotzdem mal. Dann haben wir da nochmal ein bisschen Luft rausgenommen. Personal haben wir geschaut. Material können wir aktuell eh nichts machen. Wir arbeiten mit Euskaltel an der Weiterentwicklung des Modells Ordu. Klingt irgendwie auch nach einer türkischen Beleidigung. So, also Luca Bockelmann. Da sind wir dran. Haben wir schon geschaut. Der hat auch relativ großes Interesse an uns. Schauen wir mal vom Datum her, ob es was Neues gibt. Cesari Gavronski haben wir schon geschaut. Der möchte auf keinen Fall zu uns kommen. Da müssen wir, glaube ich, noch 2-3 Jahre spielen, damit wir da auch nur ansatzweise mal hinkommen. José Piruta, natürlich auch ein guter. Den habe ich, glaube ich, auch gleich mal auf die Liste gesetzt. Da könnten wir gerade mal schauen. José Piruta, das wäre dann sowieso jetzt noch in dieser Sonderfolge mit drin gewesen, dass wir hier nochmal in die Dossiers eben auch reinschauen. Schauen wir mal nach José Piruta, wie denn die Chancen bei ihm stehen würden. Da hatten wir ihn auch schon, ja, 15 bis 30%, ist natürlich auch wieder sehr, sehr wenig. Ist auch schon 21 Jahre alt, aber wäre natürlich ein Fahrer, der uns relativ gleich weiterhelfen würde. So, wir schauen nochmal auf unsere Liste. Da sehen wir die Durchschnittswerte und dann können wir Cesari Gavronski aber eigentlich fast schon wieder von unserer Liste nehmen oder wir lassen ihn mal drauf, vielleicht fürs nächste Jahr. So, bei Keinsos, da sind wir schon in den Verhandlungen mit drin. Da weiß ich nicht, inwiefern das dann sehr nach oben gehen wird. Bei Herfried Aigner haben wir auch schon geschaut. Tony Adamson, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr großes Talent. 3 bis 6. Da werfen wir auch nochmal einen Blick drauf. So ein Kopfsteinpflasterfahrer fehlt uns ja noch, aber wir haben natürlich auch nur sehr, sehr wenige. Sehr, sehr wenige Rennen aktuell, wären auch 7 Punkte. Wir müssen uns eher so auf das Talent 3 bis 6, glaube ich, maximal. So 5 Punkte vielleicht, aber man kann es nicht nach den Punkten sortieren, leider. So, Henry Ulig wäre gar nicht zu haben. Egon Oris wäre zu haben, aber der ist einfach auch zu schlecht. Sprint 67, Beschleunigung 65. Wolf Slominski wäre noch ein Fahrer, der sicherlich super zu uns passen würde. Puncheur, der noch sehr viel Luft nach oben hat. Dann haben wir Klaas Cimanga, Kopfsteinpflaster 69. Jon Lorenzen. Am Berg eine 69, aber auch 7 Punkte würde er kosten.
Den könnten wir uns sogar leisten, rein theoretisch. Jan Natsch. Der würde nur 5 Punkte kosten, hat ein Potenzial von 4 bis 7. Da würde ich aber jetzt auch gerne nochmal schauen. Das klingt eigentlich ganz interessant. Na. Aber kann ich das hier nicht irgendwie mal ein bisschen anders sortieren? Das ist echt unübersichtlich. Jo, 30 bis 50%. Jan Natsch. Das wäre doch einer. Hügel 70, Beschleunigung 66, 18 Jahre. Da würde ich 5 Punkte für geben. Auch in der Verpflichtung. Also Jan Natsch merken wir uns auf jeden Fall. Schade, dass ich mir die Fahrer... Wofür habe ich hier diese Liste? Kann ich mir die Fahrer nicht irgendwie dort auf die Liste werfen? Nochmal für die noch engere Wahl. Oder kann ich mir die markieren? Wahrscheinlich geht auch das nicht. Aber Jan Natsch finde ich sehr, sehr interessant. German Cominges, auch 19 Jahre alt, Bergwert von 69. Da müssten wir halt echt schauen, weil Bergström Frisk will uns verlassen. Der hat ähnliche Werte, Bergström Frisk. Von daher, warum sollten wir uns nicht anderweitig umschauen? German Cominges. Schauen wir auch mal, wo ist Cominges? Na komm schon, jetzt heißt das schon so 15 bis 30. Das wäre dann auch wieder schwierig, so einen Fahrer zu behalten oder zu holen. Wir sehen, bei Igor Scheif sind wir bei 17%. Mal schauen, was das für den nächsten Schritt bedeutet. Also wir werden hier immer mal ein Auge drauf haben. Vielleicht sollte ich mir die Fahrer, die für uns interessant sind, einfach auch mal aufschreiben. Ray Reckman natürlich auch. 69er Beschleunigung. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon geschaut haben. Ich glaube aber ja. Aber der hat natürlich schon Bock zu uns zu kommen, weil wir halt auch ein deutsches Team sind. Auf dem Weg nach oben, der guckt unsere Let's Plays, der weiß ganz genau, was wir hier machen. So, 30 bis 50%, auch 5 Punkte. Und Panscheure sind wichtig. Gerade für unsere Teamgröße sind Panscheure einfach mit das Wichtigste. Kann man nicht anders formulieren. Da kann man auf fast jedem Terrain was machen. Man kann ihn in der Sprintanfahrt benutzen. Also das ist schon ziemlich cool. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz schauen bei Luca Bockelmann, der ja so ein großes Talent ist. Hat natürlich noch nicht die allerbesten Werte, aber der würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne zu uns wechseln. So, wo ist der Bockelmann? Da haben wir es, das wäre bei 100%. Also der hat richtig Bock auf uns und der hat auch richtig Talent, haben wir schon gescoutet. Bei 5 bis 8 liegt das. Fährt aktuell noch für das LKT-Team Brandenburg. Also da ist einiges offen für uns. Der 15. Mai ist der nächste Stichtag, glaube ich, wo wir wieder rein dürfen. Da oben sehen wir auch immer nochmal den Rennkalender. Also ab 13.05. geht es nach Ungarn. Da versuchen wir dann wieder richtig schön die Sprints zu gewinnen, genauso wie in Minsk auch. Wie gesagt, Sprint, Sprint, Sprint ist halt extrem viel immer, aber es lässt sich halt leider nicht vermeiden. Aber vielleicht ist auch da mit Lukas Carstensen wieder was drin. Auf jeden Fall haben wir Nicodemus Holler jetzt im Formhöhepunkt. Wir haben nochmal ordentlich Geld bekommen für Uppsala zum Beispiel. Für Führen-Rundfahrt haben wir schön viel Geld bekommen. Und natürlich 7.800 Euro für die CCC-Tour. Das war nochmal enorm, was da dazu kam. Wir werfen nochmal einen Blick auf Continental. Die Platzierungen aktuell sind... wirklich gut. Carstensen ist dort auf die 7, jetzt sogar an Maxep Debisay vorbeigesprungen. Und dann hinten raus ist das, glaube ich, sehr ausgeglichen, was wir da haben. Bergström Frisk mit 139 Punkten. Dann haben wir Holler mit 115. Clint Hendricks mit 104. Der wird häufig irgendwie mal 3., 5., 7. bei irgendwelchen Rennen, wo er uns den Sprint anfährt. Sehr erfreulich. Salim Kipkemboy mit 72 Punkten auf der Position 111. Mit seinem 3. Platz beim Ringerike Grand Prix hat er sich da nochmal deutlich nach vorne verbessert. Justin Wolff jetzt endlich mit Punkten, 62 Punkte, 177 Plätze gut gemacht. Da haue ich einfach mal vor Freude richtig fett gegen das Mikrofon. Dann haben wir hier den Bruder von Maxep Debisay, Jakob Debisay. Und Adne von, ich behaupte jetzt einfach mal, dass er der Bruder ist. Aber was ich so auf Twitter gesehen habe, könnte das durchaus sein. Adne van Engelen auf der 166. Dann schauen wir mal, wie das im Super Prestige denn so aussieht. Da werden wir sicherlich nicht so weit vorne sein. Aber 49. mit Maxep Debisay. Das ist schon extrem stark. Da sind wir vor einigen großen Fahrern wie Ivan Sosa, Enric Mas, die natürlich ihr Talent aber auf sehr, sehr viel höherem Niveau beweisen müssen. Lukas Carstensen müsste vielleicht auch so Richtung Top 100 unterwegs sein.
Joa, 137 ist damit 200 Punkten. Also Max Adebisai, auf jeden Fall muss dort der Vertrag verlängert werden. Das ist eine der höchsten Prioritäten. Wir sind inzwischen kontinental auf 5 gesprungen mit 1385 Punkten vor einigen großen Teams wie Nippo, Delco, Provence, B&B Hotels. Eckhoff Kasper hat ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Punkte. Also die haben wir ganz gut im Sack. Deswegen müssen wir vielleicht auch gar nicht mehr alle Rennen zum Schluss der Saison dann auch mit voller Konzentration fahren. So, das war mal der kurze Überblick. Super Prestige schauen wir auch noch. Da sind wir nach wie vor auch vor einigen Continental Pro Teams sogar relativ dicht an Cofidis dran, die sogar ein World Tour Team sind. Und wenn wir hier runter scrollen, da sehen wir noch einige Pro Teams, wie zum Beispiel Team Novo Nordisk mit nur 66 Punkten. Die haben echt ein scheiß Team. Also wenn da eine Kaderbewertung gemacht wird, dann werden die doch auf jeden Fall absteigen. Wenn wir uns jetzt mal die anderen anschauen, wir können gleich mal wir schauen uns erstmal die Regeln an. Also, die Zusammensetzung der Division für das nächste Jahr basiert auf dem Teamindex zum Zeitpunkt der Schließung des Transferfensters am 25. Oktober, also mit den aktuellen Transfers schon eingerechnet. Der Verband berechnet den Index anhand der besten Fahrer im Team und das ist für uns natürlich mega wichtig, dass wir Max Adebisai auf jeden Fall behalten und dass wir vielleicht aber ja auch noch Salim Kipkemboy mal weiterentwickeln zum Beispiel und dann den Vertrag mit ihm natürlich trotzdem noch verlängert bekommen. Das ist mega, mega wichtig, dass wir dort ein richtig gutes Team am Start haben. Deswegen schauen wir jetzt mal Continental. Eckhoff Kasper hat natürlich ein wirklich gutes Team, allerdings nicht wirklich so breit aufgestellt. Am Berg sind die nicht wirklich viel besser, am Hügel schon. Haben sie schon nochmal bessere Fahrer. Zeitfahren, Prolog, also das kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht in Continental Pro hochgezogen werden. Aber die Anzahl der Fahrer ist halt sehr schlecht. Das ist hier beim Canyon-Team ganz anders. Die haben am Berg mit Daniel Pearson und Maximilian Stedman natürlich zwei richtig gute. Am Hügel auch nochmal 4 Fahrer, die einen 70er-Wert haben. Zeitfahren nicht ganz so stark. Sprint ist okay, aber das wird wahrscheinlich, es wird sehr, sehr hart werden für uns, dort um den Aufstieg mitzuspielen, quasi mitzufahren. Die Teams sind hier, die Spitzenteams, sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Wenn wir jetzt Tartaletto sehen, auch die haben in der Ebene sehr, sehr viele starke Fahrer. Aber ansonsten keine Bergfahrer, sind sehr kopfsteinpflasterlastig, nö, nicht mal. Haben natürlich Enzo Wouters für den Sprint und Michael van Steyen oder Michael van Steyen. Dann das Porto-Team, die ich eigentlich sofort hochziehen würde, aber die Werte sind gar nicht so stark. Also mit der ein oder anderen Verbesserung können wir es vielleicht wirklich schaffen, in die Continental Pro-Division aufzusteigen, aber ich bin eher mal ein bisschen skeptisch. Schauen wir mal nochmal in die U23 rein, die letzten Ergebnisse, die dort so reingefahren wurden. Unser Fahrer, den wir ja wirklich gerne hätten, Igor Scheif, mit dem wir auch schon in den Verhandlungen sind. Auch Steven McGaw wäre ein Fahrer, über den man durchaus mal nachdenken könnte. Nur ein Talent von 2 bis 5, aber er würde uns eigentlich sofort weiterhelfen mit dem Hügelwert. Und er ist erst 18 Jahre alt, hat da sicherlich auch noch Luft nach oben. Also Steven McGaw werden wir auf jeden Fall mal schauen, was wir mit ihm noch so machen können. So, jetzt sind wir da viel zu schnell rausgegangen aus der U23, wollte da eigentlich noch ein bisschen länger drin bleiben. Also da kennen wir jetzt inzwischen fast alle Fahrer, auch Herfried Aigner haben wir hier mit dabei. Karel Brod haben wir noch nicht gesehen, 22 Jahre alt, den werden wir wahrscheinlich aber eher nicht verpflichten können. Der hat allerdings auch keinen Vertrag fürs kommende Jahr, da schauen wir einfach mal. Vielleicht ist er ja nicht besonders talentiert, das fände ich jetzt auch gar nicht so schlimm, aber er würde uns auf jeden Fall helfen. Und Wladimir Holly, das wäre doch ein Topfahrer für uns, allein vom Namen her, von den Werten her eher nicht. Den haben wir schon gescoutet, den Herrn Laulund, der ist eher schlecht. Helge Schiffer klingt eher so, als würde er immer an den Rand fahren und pinkeln. Lars Orel scheint großes Talent zu sein, wenn er mit den Werten auf die 10 fährt. Dann gehen wir nochmal ein Rennen zurück, das war der Start, Tour de l'Espoir. Dann haben wir Ronde von Flandern. Wann sind denn die ganzen Rennen? Jetzt ist hier Cours de la Paix. So viel ist dann jetzt auch gar nicht mehr gewesen. Cours de la Paix ist jetzt noch. Und in der Weltrangliste ist momentan Igor Scheif vorne, mit dem wir ja wie gesagt momentan mehr oder weniger in Verhandlungen sind. Das wäre ein Träumchen, den zu bekommen. Das wäre tipptopp, gerade auch langfristig zu bekommen. Ich gehe mal auf weiter, mal schauen, was hier noch so auf uns zukommt. Wie gesagt, das ist jetzt nur so eine kleine Zwischenfolge, die ich dann vielleicht mal nach der ganzen Renn-Action hochlade, damit man sich vielleicht nochmal 20 Minuten meinen Gelaber anhören kann. Und hier kann man auch immer ganz gut dazu schreiben, in welche Tipps, worauf ich achten muss,
was ich falsch mache, was ich richtig mache oder ob es euch irgendwie geholfen hat, dass jetzt diese Folge zum Beispiel parallel noch stattgefunden hat. Wo wir mal schauen können, ist gerade die Ergebnisse in der World Tour, wie denn zum Beispiel der Giro d'Italia gerade läuft. Da sehen wir, Maciej Bodnar hat momentan das gelbe Trikot, das gelbe vor allem, das rosa Trikot. Ich habe nur gerade den gelben Button gesehen. Und wenn man sich hier manchmal um Kopf und Kragen redet die ganze Zeit, dann ist der Kopf manchmal ein bisschen langsam. So, jetzt hat sich's unten, nee, geändert hat sich's nicht. Doch Richard Carapaz ist jetzt im rosa Trikot. Das ist ja durchaus auch realistisch. Jetzt sind wir bei der Tour de Hongrie. Da wird man immer ganz hungrig, wenn man sich das anschaut. Und wir schauen uns gerade nochmal die Profile an. Wer ist sonst dabei? Pascal Bevin ist dabei oder Patrick Bevin heißt er, glaube ich. Dann haben wir hier Tony Martin, der am Start ist, 1,3 Kilometer Auftaktzeit fahren. Aber Bevin ist halt auch ein sensationell guter Sprinter. Das wird sehr, sehr schwer werden für uns. Und wenn so Fahrer dabei sind wie Tony Martin, Cort Nielsen ist dabei, dann wissen wir schon, das wird ein enges Höschen für uns werden, aber es wird spannend werden. Darauf können wir uns schon mal gefasst machen. Dann machen wir einmal ganz kurz den Planer auf und schauen mal, dass wir dort niemanden erwischen, der da jetzt gerade mal eine Lücke hat. Also Lukas Carstensen würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist genau sein Terrain. Nicodemus Holler macht jetzt mal ein Päuschen diese Woche. Backstrom Frisk brauchen wir da auch nicht. Dann würde ich nämlich auch, wie viele Fahrer brauchen wir? Also da steht jetzt 7. Ich würde jetzt mal 5 auswählen. Clint Hendricks wäre diese Woche auch einsatzfähig. Dann nehmen wir Clint Hendricks nochmal mit. Man kann übrigens auch einfach das hier oben dann nehmen und weiterschieben. Justin Wolf ist natürlich richtig beseelt und es gibt nochmal ein Auftaktzeitfahren, aber er braucht jetzt auch erstmal ein Päuschen. Dann haben wir Aaron Grosser, der sich verbessert hat, der aber auch jetzt ein Päuschen erstmal braucht. Vielleicht können wir ihn beim Minsk Cup da irgendwie mal mit reinwerfen. Ein Rennen wird in der Trainingspause ihn jetzt auch nicht komplett töten. So, hier müssen wir runtergehen. Ein bisschen mehr Pausen hat eine von England. So, dann haben wir das nochmal eingestellt. Mal schauen, bei Aaron Grosser war das, glaube ich, erstmal alles soweit okay. Dann haben wir Salim Kipkemboy, den ich hier aber eigentlich nicht mitnehmen möchte. Der braucht diese Rennkilometer nicht, vor allem wenn das ganze Ding einfach nur flach ist. Schauen uns die Profile nochmal an, ob es da auch nur ansatzweise mal irgendwas gibt. Ja, den Berg der ersten Kategorie gibt es rein theoretisch. Aber auch da wird die Konkurrenz wahrscheinlich extrem stark sein. Sind dann auch noch 20 Kilometer bis ins Ziel. Also wir sollten vielleicht einen Hügelfahrer mitnehmen, der das ganz gut kann. Aber Salim Kipkemboy heben wir uns für ein anderes Terrain auf. Süleyman Kangangi würde ich auch eher für das hügeligere Profil nehmen. Dann haben wir Jesse de Roy. Das wäre eigentlich noch eine gute Variante, wenn wir ihn hier mitnehmen. Bichelmann für die Anfahrt immer gut. Hat auch keine Pause drin. Dem ändern wir gerade mal das hier. Frederik Dombrowski, Matthias Schnappgar können wir eigentlich auch gut mitnehmen. Der hat da jetzt auch keine Pause drin. Und dann haben wir eigentlich schon unser Fünfer-Team für die Ungarn-Rundfahrt genannt. Und jetzt schauen wir mal, das übernimmt er dann halt manchmal nicht. Das finde ich ziemlich ätzend, weil wir wahrscheinlich auch 6 Fahrer brauchen. So, wir hätten noch Charles Kagimu zur Auswahl, der aber auch erstmal eine Pause braucht. Jetzt schauen wir nochmal bei Dombrowski rein. Der hat auch eine Pause drin. Hat eine Van Engelen. Der hat erst danach eine Pause. Die Ermüdung würde jetzt aber hochgehen, wenn wir ihn einsetzen. Aber er hat eh dreifaches Training, also können wir eigentlich auch ihn mitnehmen. So, dann hätten wir 6 Fahrer. Jetzt wird es hier drüben auch weiß. Und dann schauen wir mal, ob das dann auch übernommen wird. Nein, wird es nicht. Das ist natürlich doof, wenn es dann nicht übernommen wird. So, kriege ich die jetzt alle noch zusammen? Glaube eher nicht. Schnappgar, Carstensen, Kagimu. Dann bin ich schon raus. Muss ich nochmal gucken. Aber das ist ja blöd, dass das nicht übernommen wird. So, Schnappgar, Bichelmann und de Roy. Bichelmann, de Roy von Engelen. So, Bichelmann, de Roy. Von England haben wir schon, Kagimu und Schnappgar. Gut, dann haben wir wieder so ein paar Fahrer zum Auffüllen mit dabei. Alle sind sehr, sehr fit. Dann sind wir bereit für die Rundfahrt. Wir sind bereit dafür, dass wir sehr heißes Wetter haben werden.
Das kommt Schnapka und Bichelmann nicht so zugute. Auch Lukas Carstensen mag das nicht so gerne. Für das Auftaktzeitfahren haben wir jetzt halt keinen dabei. Die 1,3 Kilometer werden jetzt aber keine Mega-Abstände machen. Und dann haben wir wieder ähnlich wie bei der Tour de Normandie wahrscheinlich sehr, sehr viele Sprints. So wird es dann in die nächste Folge reingehen. Wenn ihr wie gesagt noch Fragen habt oder Tipps, dann schreibt sie einfach. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nochmal alles wieder gezeigt, wo wir momentan stehen, der aktuelle Stand. Und wie gesagt, bei Bergström Frisk würde ich sehr, sehr gerne den Vertrag verlängern. Jetzt auch gerade mit dem 71er Bergwert, wo er sich verbessert hat. Und auch mit einem guten Talent, muss man ja sagen. Also mit einem Talent von 2 bis 5, da können wir gut mitarbeiten. Aber, um das nochmal zu zeigen, die Chancen stehen nicht so gut. Also wir haben nicht die beste Verhandlungsbasis, auch wenn wir wahrscheinlich der erste Ansprechpartner sein werden. Wenn wir mal schauen, da haben wir ihn gesehen. Die Chancen sind bei 0 bis 15%. Und wenn wir Vorverhandlungen mit ihm führen möchten, müssten wir dort auch 8 Punkte immer aufwenden. Also das wird schon sehr hart. Ich würde das erstmal für Kipkemboy und Debisai nehmen, für unser eigenes Team. Und ansonsten sind wir ja schon in der sehr guten Ausgangslage. Ich will gerade mal schauen, ob sich das bei Aaron Grosser jetzt irgendwie verändert hat, seitdem er sich da in den Sprintwerten auch nochmal nach oben entwickelt hat. Schauen wir mal, Aaron Grosser 50 bis 75%. Er hat 2 Punkte. Da können wir vielleicht dann auch nochmal später dann. Also man soll ja immer erstmal starten mit den Fahrern, wo man wahrscheinlich eher gar keine Chance hat. Da kann man dann mal schauen, ob sich da was tut, wie zum Beispiel bei Igor Scheif. Ansonsten werden wir die Fahrer das nochmal ein bisschen hochpushen, wo wir eben bessere Chancen haben. So, damit würde ich mich aber jetzt auch mal verabschieden. Das war wie gesagt die Zusatzfolge zu Team Bike Aid. Ein bisschen Transfer, ein bisschen Personal, ein bisschen was von allem. Und wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Also, Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns in der Renn-Action in Ungarn wieder.